Die Sicherheit ist gewährleistet. Das schreibt das Bundesverkehrsministerium aufgrund einer Anfrage des Abgeordneten der Linken, Jan Korte. Und er fragt nach den Flugrouten, die hier hinter mir über den Reichstag führen werden, wenn der BER einmal eröffnet. Natürlich wissen alle, dass das noch eine Weile dauern wird, aber sie können sicher sein, er wird eröffnen. Und dann werden hier im Abstand von 1500 Metern im Minutenabstand die Jets drüber donnern. Und da erhebt sich die Frage, ob nicht genau das passieren kann, was bei 9/11 auch passiert ist, nämlich dass hier ein Flugzeug in den Reichstag gelenkt wird. Ist die Sicherheit also wirklich gewährleistet? Das wollen wir in diesem Beitrag klären. 2012 gab das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung die Flugrouten für den BER bekannt. Danach gibt es zwei Routen, die über das Stadtzentrum führen. Die sogenannte Wannsee-Route, die zu allem Überfluss auch noch über einen Versuchsreaktor führt. Die sogenannte Mögelsee-Route. Könnte also ein Terrorist einen vollgetankten Jet kurz nach dem Start in den Reichstag lenken? Was wäre die Folge? Die Kuppel des Reichstags hätte einem Flugzeug nichts entgegenzusetzen. Angenommen, es fände eine Sitzungswoche statt, dann wäre die gesamte politische Elite dieses Landes mit einem Schlag ausgelöscht. Die Folgen wären weit schlimmer als der Absturz der polnischen Regierungsmaschine bei Smolensk. Ist ein solches Szenario denkbar oder entspringt es nur einer übersteigerten Fantasie? Der islamistische Anschlag in Berlin sollte zu denken geben. Ende Dezember 2016 lenkt ein Terrorist seinen LKW über einen Weihnachtsmarkt. Er reißt dabei etliche Besucher in den Tod. Anis Amri besaß 14 Identitäten. Mehrere Sicherheitsorgane arbeiteten monatelang bräsig vor sich hin. Der Attentäter konnte sie an der Nase herumführen. Ist die Sicherheit also gewährleistet? Wer garantiert, dass in einem Flugzeug nicht irgendwann ein Selbstmordattentäter sitzt? Diese Frage treibt auch die Friedrichshagener Bürgerinitiative um. Sie hat zum Thema einen Film produzieren lassen und an alle Bundestagsabgeordneten verschickt. In der letzten Sitzungswoche zeigte sie ihn vor dem Reichstag. Wir fragten Touristen, die sich den Film angeschaut haben, nach ihrer Meinung. Meint ihr auch, dass die Sicherheit gewährleistet ist? Nicht wirklich, weil, wie Sie mir das vorhin erklärt haben, so kann auch das Parlament, also wie in Polen, das alles zusammenbrechen und dann haben wir halt keine Regierung mehr. Also ich finde, das ist eine schlechte Idee, wenn man die Flugroute über den Bundestag lässt. Die Abgeordneten des Bundestags ließ das kalt. Niemand war zu einem Interview bereit. Die angefragten Ministerien schoben das heiße Eisen hin und her. So erklärte uns das Verteidigungsministerium, Zitat, bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an das für innere Sicherheit zuständige Bundesministerium des Innern. Das Innenministerium erklärte, für einen sogenannten Renegade-Fall sind nicht wir, sondern das BMVG, also das Verteidigungsministerium, zuständig. Das erklärte sich nun doch für zuständig und verwies auf die sogenannten Alarmrotten der Luftwaffe. Auf deren Webseite erfährt man, dass es zwei dieser Alarmrotten gibt, eine in Bayern und eine an der Nordsee. Geschätzte Ankunftszeit nach erfolgter Alarmierung ca. 25 Minuten. Geschätzte Vorwarnzeit für den von uns geschilderten Fall praktisch null. Eigentlich müsste eine viel größere Flugverbotszone rund um Berlin festgelegt werden. Doch das würde den Standort des BER in Frage stellen. In den USA ist man da nicht so zimperlich. Nach einem Bericht des Focus wird der neue Präsident seinen Wintersitz nach Palm Beach in Florida verlegen. Das Mar-a-Lago liegt nicht nur idyllisch am Meer, sondern auch direkt unter der Einflugschneise des Flughafens Palm Beach International. Den Luftraum über einen Präsidentensitz sperrt der Secret Service routinemäßig. Auf unsere dringenden Fragen erhielten wir, wie die Friedrichshagener Bürgerinitiative, keine Antworten. Es hilft alles nichts. Der BER ist nun mal am falschen Standort. Hier begann das Tricksen und Täuschen. Wieder mal ist ein Eröffnungstermin gecancelt. Wieder mal fordern Abgeordnete Antworten ein, die ihnen wohl auch diesmal nicht gegeben werden.
Das Trauerspiel wird von einer Gruppe unentwegter Fluglärmgegner begleitet. Jetzt schon drinne. Mit den von der Volk um, richtig, ja. Mit ja. Den Betroffenen. Und dann jammern sie über der AfD. Viele glauben längst nicht mehr an die Eröffnung des BER. Christoph Schulze ist anderer Meinung. Ich glaube sozusagen, dass es ein paar Leute gibt, die dann ein hohes Interesse daran haben, weil sonst ihre Köpfe rollen werden. Und an denen haben sie ja offensichtlich ein hohes Interesse, dass sie da auch Milliarden für verplempern. Deswegen glaube ich sozusagen, besteht die ernste Gefahr, dass der Flughafen doch kommt. Und dann sollten alle vorbereitet sein. Wie viele Milliarden wird es noch verschlingen? Also wenn ich prophetische Kenntnisse hätte, würde ich Lotto spielen. Prophetische Kenntnisse würden auch der Geschäftsführung helfen. Die Baustelle scheint seit langem niemand mehr im Griff zu haben. Ein guter Grund für den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Müller, seinen Stellvertreter vorzuschicken. Auch der Ministerpräsident scheint ratlos, denn wir arbeiten ja hier nicht an der Landung auf dem Mond, sondern wir arbeiten an einem Bauprojekt und da sollten diese Dinge auch in die Reihe zu kriegen sein. Flughafenchef Mühlenfeld machte einen sichtlich angeschlagenen Eindruck. Seine Darstellung des Sachstandes lässt sich kurz zusammenfassen. Stichwort Sprinkler. Nach Angaben von Handwerkern vor Ort wurden alleine im Südpier über 3000 Sprinkler nachgerüstet. Und man hätte dann parallel zu der Erhöhung der Sprinkleranzahl auch noch mal nachrechnen müssen, ob alle Leitungen dann ausreichend dimensioniert sind. Und es ist nicht die Aussage, dass sie es nicht sind. Die Aussage, die nur im Raum steht, ist, dass diese Berechnungen noch nicht vollständig vorliegen, obwohl sie jetzt hätten vorliegen müssen. Und als Konsequenz daraus wir eben jetzt nicht sagen können, die Sprinkleranlage funktioniert, sondern diese Rechnungen müssen noch mal durchgeführt werden. Warum das nicht gleichzeitig mit dem Einbau der Sprinkler erledigt wurde, bleibt Mühlenfelds Geheimnis. Stichwort Türen. Von 1200 Türen sind 80% kaputt. Macht 960. Nun hat sich leider zwischen Weihnachten und Neujahr gezeigt, wo wir erwartet haben, dass ca. 200 Leute auf der Baustelle sind, aber am Ende dann eben nicht mal die Hälfte davon da waren. Dadurch hat sich materialisiert, dass eben die Türsteuerung, damit auch die Kabel der Türen, eben nicht in der Geschwindigkeit instand gesetzt worden sind, wie wir es erwartet haben. Zwischen Weihnachten und Neujahr lagen 4 Arbeitstage. In dieser Zeit fast 1000 Türen reparieren zu wollen, scheint zumindest ambitioniert. Im Januar standen bis zur Ausschusssitzung 15 Arbeitstage zur Verfügung. Da hat es auch nicht geklappt. Bei der technischen Inbetriebnahme hat man festgestellt, dass einige Türen während des Umbaus beschädigt worden sind. Handwerker sind manchmal etwas gewalttätig, manchmal. Und ich habe ihn immer dargestellt hier in dem Ausschuss, dass die technische Inbetriebnahme noch bevorsteht, weil wir erstmal fertig bauen müssen. Denn der Lichtschalter funktioniert leider nicht, wenn er noch in der Verpackung ist. Es fragt sich, was man noch in der Verpackung finden wird. Aber Sie wissen natürlich auch, dass aufgrund der Verträge, die wir mit den Baufirmen haben, es eben keine klaren, sauberen Termine gibt, sondern dass die Baufirmen auf Stundenbasis bei uns arbeiten und wir deshalb relativ geringe Möglichkeiten haben, schnelleres Arbeiten zu erzwingen. Warum auf Stundenbasis? Ohne Planung lässt sich keine Firma auf Werkverträge ein. Planloses Bauen praktiziert die FBB seit Kündigung des Projektsteuerers. Ich habe aus der Presse entnommen, dass für die Türensteuerung keine Planung vorgelegen hat und aus dem Grund zum Beispiel im Dezember 40 Planänderungen vorgenommen werden mussten. Was sagen Sie dazu? Eigentlich ist hier halt alles gesagt worden, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Also es ist aber keine Antwort auf meine Frage, Herr Mühlenfeld. Ist der BER noch zu retten? Eigentlich lautet die Antwort nein. Doch wer das als erster Politiker sagt, ist als erster tot. Und deshalb wird weitergebaut, solange die Steuergelder fließen. Immer wieder versucht die FBB, den Schallschutz für die vom Fluglärm betroffenen Bürger zu minimieren oder gänzlich abzuweisen. Begründungen sind angeblich fehlende Baugenehmigungen. Angeblich nicht schutzwürdige Räume wie Wintergärten. Zu niedrige Deckenhöhen. Fehlende Prüfzeugnisse für Außenwanddämmung. Zu kleine Küchen.
Irgendwann ist das Maß voll, meinte Christine Dorn und reichte zusammen mit dem VDGN Klage beim Oberverwaltungsgericht ein. Und wenn man die Küchen, in denen die Menschen einfach genauso leben wie in den Küchen, die etwas größer als 10 Quadratmeter sind, wenn man die dann behandelt wie Treppenhäuser, dann ist das eine derartige Missachtung der Menschen, die dort leben. Nur weil sie in einem kleinen Häuschen leben, sind sie dann auf einmal nicht schutzwürdig. Und das ist wirklich empörend. Nach vielem Hin und Her hatte sich der Sonderausschuss zum BER entschlossen, die Klagen von betroffenen Bürgern in nicht öffentlicher Sitzung anzuhören. Das führte erneut zur Kritik. Herr Schulze, was sagen Sie dazu, dass die heutige Sonderausschusssitzung nicht öffentlich ist? Das muss ja jemand was zu verstecken haben. Wenn wir etwas lösen wollen, müssen wir an die Öffentlichkeit. Und genau das wird mit dem heutigen Tag verhindert und auch mit den Stimmen der CDU. Und das finde ich sehr bedauerlich. Wie kommt das? Das sehe ich nicht so. Ich habe da eine völlig konträre Meinung. Wir haben schon dreimal so eine Schallschutzanhörung gehabt. Und wie weit sind wir gekommen? Nichts. Christoph Schulzes Antrag führte dazu, dass die Öffentlichkeit dann doch nicht ausgesperrt wurde. 4 betroffene Familien trugen ihre Bedenken vor. Symptomatisch ist der Fall von Familie Tagiel. Wir sehen unsere Lebensleistung jetzt als Rentner bedroht. Da sich unser Haus direkt in der Anfluglinie befindet, benötigen wir eine Schallschutzlösung, die allen Anflügen gerecht werden. Ewiger Streitpunkt ist das Thema Außenwanddämmung. Eckhard Bock verwies als sachkundiger Vertreter der Bürgerinitiativen auf zertifizierte Lösungen. Nach Meinung des Flughafens liegen solche Lösungen nicht vor. Es muss einen Nachweis geben. Und wenn Herr Bock die Nachweise dafür hat, dann ist es schön. Ich habe sie bisher nicht. Diese Aussage widerspricht das Landesamt für Umwelt. BBB-TV liegt ein Schreiben an den Sonderausschuss des Landtages vor. Darin heißt es, Zitat, für Außendämmungen liegen den LFU-Prüfzeugnisse vor, die der FBB GmbH am 3.12.2014 zugesandt wurden. Der Eingang wurde, auch durch Herrn Wagner, bestätigt. Die FBB verfügt demzufolge seit Ende 2014 über Prüfzeugnisse für Außenwanddämmungen. Bei den verhandelten Fällen gab es unterschiedliche Lösungen. Familie Tagiel erhält eine Entschädigung wegen Überschreitung der Kappungsgrenze. Bei diesem Haus forderte die FBB sogar einen Rückbau, da angeblich keine Baugenehmigung für den Wintergarten vorläge. Hier wurden Messfehler bei den Raumhöhen zugegeben, jedoch zog man sich auf eine Prüfung des Falls zurück. Die uneinsichtige Haltung der FBB rief den Unmut der Abgeordneten hervor. Ich war ja bei der Bundesverwaltungsgerichtsverhandlung 2006 mit dabei, wo die Richter gesagt haben, ihr habt einen schlechten Standort gewählt, in drei Gottes Namen, dann müsst ihr aber die Kosten dafür auch tragen. Das war's. Das hat der Richter quasi fast wortwörtlich so gesagt. Und jetzt ist es eben so, naja, wir haben den schlechten Standort gewählt, aber wir wollen jetzt irgendwie uns billig in die Büsche schlagen. Und genau dagegen wehren sich die Bürger. Wenige Tage später gab uns Herr Wagner ein Interview zum Thema. Welche Schlussfolgerungen haben Sie aus dem Montag gezogen, aus diesem Sonderausschuss, wo Sie ja auch mit zugegen waren? Also zunächst mal die erste Schlussfolgerung ist, dass es aus meiner Sicht weiterhin eine ganze Menge Diskussion braucht und auch, ich sage mal das Wort, Aufklärung darüber, auf welchen rechtlichen Grundlagen wir dieses Schallschutzprogramm zu erfüllen haben. Und die Grundlage ist für den Anspruch eines Raumes, dass er rechtmäßig genehmigt ist und dass er auch so errichtet ist, wie er genehmigt wurde. Diese Haltung der FBB führte bereits 2011 zu geharnischten Reaktionen des Bezirksamtes Treptow-Köpenick. In einem Schreiben an den damaligen regierenden Bürgermeister Wowereit beschwerte sich Baustadtrat Höllmer, Zitat, ich habe zudem große Zweifel, ob die Gutachter des Flughafens die Kompetenz besitzen, über diese baurechtlichen Fragen zu befinden. Ganz sicher verfügen sie nicht über die Zuständigkeit. Weiter heißt es, unabhängig davon, dass die derzeitige Verfahrensweise rechtlich sehr fragwürdig ist, erzeugt sie einen unermesslichen politischen Schaden. Sie sind kein besseres Bauamt, dazu gibt es reguläre staatliche Stellen, stellte Christoph Schulze fest.
Es entstand die Frage, ob die FBB grundsätzlich geeignet ist, solche Aufgaben zu erfüllen. Das und zwei weitere Fälle sollen in einer zusätzlichen Anhörung am 13. Februar um 14 Uhr im Landtag Brandenburg erörtert werden. Besucher sind ausdrücklich erwünscht. 2012 sollte dieser Flughafen eröffnen. Jetzt, 2017, ist er immer noch nicht eröffnet und niemand weiß, wann das der Fall sein wird und wie viel es kostet. Das haben wir heute gelernt. Und wir haben auch gelernt, für die Bürger gibt es nur einen schlechten Schallschutz für einen schlecht gebauten Flughafen. Wird dieser Flughafen jemals ein guter Nachbar für seine Anrainer sein? Diese Zweifel bleiben.